Sehr geehrte Präsidentin, liebe KollegInnen, liebe BerlinerInnen, ich bin sehr froh darüber, dass wir heute am Internationalen Tag des Rassismus eine Aktuelle Stunde dazu haben, denn wir müssen dringend reden und handeln. Hintergrund ist, dass am 21. März 1960 von der Polizei auf gegen das Apartheidsregime in Südafrika Demonstrierte geschossen wurde und 69 schwarze Menschen getötet und etliche verletzt wurden, weswegen die UN diesen Tag zum Tag gegen Rassismus erklärte. Dieser Tag mahnt uns, dass wir wachsam sein müssen und der Einteilung von Menschen in mehr und weniger Wert, ob aufgrund von Hautfarbe, vermeintlicher Herkunft, Religion, aber auch Staatsbürgerschaft oder Aufenthaltsstatus immer entgegenstellen müssen. Und zwar nicht nur heute, sondern an jedem Tag. Rassismus ist auch heute und auch in Deutschland tödlich. Erinnert sei an den NSU-Komplex, wo die Täter jahrelang mordend durch Deutschland zogen, ohne belangt zu werden. Im Gegenteil. In rassistischer Weise fokussierten sich die Ermittlungen gegen die Opferfamilien und der sogenannte Verfassungsschutz finanzierte die rechte Szene mit und war sogar an einem der Tatorte anwesend und schredderte später wichtige Akten. Erinnert sei auch an den antisemitischen und rassistischen Terroranschlag von Halle und an den rassistischen Terroranschlag von Hanau, wo die Polizei anschließend Gefährderansprachen bei Opferangehörigen hielt. Diese sollten sich nicht beim Vater des Täters rächen, weil sie offensichtlich meinten, dass das in migrantischen Milieus üblich sei. Erinnert sei auch an den Neukölln-Komplex, bei dem unser Kollege Ferhat Kocak und seine Familie nur durch Glück überlebten. Und die unaufgeklärten Verwicklungen dort von Berliner Polizeibeamten mit der rechten Szene. Einer von ihnen verprügelte gar einen afghanischen Geflüchteten und ist immer noch nicht aus dem Dienst entfernt. In Deutschland zählen zivilgesellschaftliche Organisationen seit 1990 219 Todesopfer rechter Gewalt. Laut dem Verband der Beratungsstellen kam es 2022 bundesweit zu über 1000 rassistischen Gewaltvorfällen und auch in Berlin wurden 300 rechte Gewalttaten erfasst. Daher sei an dieser Stelle allen Organisationen für ihr unermüdliches Engagement und die Unterstützung von Opfern von Rassismus gedankt. Die genannten Zahlen sind auch im Hinblick auf die deutsche Geschichte erschütternd. Jedes Menschenleben, das aufgrund von Rassismus vernichtet wurde, ist eins zu viel. Jeder Gewaltvorfall ist einer zu viel. Aber auch jeder Tag, an dem Menschen aus rassistischen Gründen der Alltag erschwert wird und sie erniedrigt werden, ist einer zu viel. Sei es, dass Hijab-tragende Frauen mit Kopftuch auf der Straße bespuckt werden oder schwarze Menschen bei der Wohnungssuche diskriminiert werden. Rassismus ist weit verbreitet und zwar nicht nur bei der extremen Rechten, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft. Nicht nur in Form von individuellem Rassismus, sondern auch in Form von institutionellem und strukturellem Rassismus, den die CDU eben hier wieder mal geleugnet hat. Er schlägt sich nieder in diskriminierenden Gesetzen und Behördenpraktiken, ob durch das Aufenthaltsgesetz, das Arbeitsverbote und Abschiebungen vorsieht oder durch rassistische Polizeikontrollen. Und auch dagegen müssen wir entschieden vorgehen. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage. Stattdessen werden aber auch aus den Reihen dieser Koalition rassistische Debatten befeuert. Herr Wegner, im letzten Plenum haben Sie gemeint, Sie sehen keinen Grund, sich für die rassistische Vornamensabfrage der CDU zur Silvesterdebatte im letzten Wahlkampf zu entschuldigen. Und es sei ja nun schon 15 Monate her. Aber die BerlinerInnen mit Migrationsgeschichte, die übrigens knapp 40% der Bevölkerung ausmachen, haben auch nach 15 Monaten diese öffentliche Demütigung nicht vergessen und verdienen eine Entschuldigung. Durch die Übernahme von Forderungen Sprache der extremen Rechten wird das gesellschaftliche Klima verschärft und nicht, wie manche meinen, der AfD der Boden entzogen. Und trotzdem fordern Sie, Herr Wegner, mehr Abschiebung, mehr Migrationsbegrenzung, wollen ein Machtwort des Kanzlers für stigmatisierende Bezahlkarten. Und ich befürchte, dass Sie bald auch die Arbeitspflicht für Geflüchtete fordern, wie Ihre CDU-Kollegen aus Thüringen, Sachsen-Anhalt oder Ihr CDU-Vize Linnemann. Und auch zu all dem sagen wir Stopp. Hören Sie endlich auf, Geflüchtete zum Problem zu erklären und zu kriminalisieren. Das ist Butter auf das Brot der AfD und der anderen Rechte.
Stattdessen sollte diese Koalition endlich ihre Hausaufgaben machen. Die Hälfte der Beschwerdefälle bei der LADG-Ombudsstelle sind aufgrund von rassistischer Zuschreibung und davon die meisten bei der Polizei. Aber trotzdem haben Sie das noch im R2G-Koalitionsvertrag verabredete Vorhaben für ein ausdrückliches Verbot von Racial Profiling und ein Kontrollquittungssystem gecancelt. Dabei braucht es eigentlich die Abschaffung der anlasslosen Kontrollen. Und bei dem Thema möchte ich an den kürzlich verstorbenen Biblat Basu erinnern, dessen Kampf dagegen weit über Berlin hinaus sogar bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte reichte. Anbetracht der Proteste in Deutschland nach dem Polizeimord an George Floyd in den USA sagte er, ich freue mich, dass so viele Menschen jetzt über rassistische Polizeigewalt sowie institutionellen und strukturellen Rassismus sprechen und gegen die Politik der Verleugnung auf die Straße gehen. Und auch ich habe mich damals gefreut und ein Zeitfenster gesehen, antirassistische Politiken umzusetzen, was mich zu meiner Kandidatur hier für das Abgeordnetenhaus bewogen hat. Jetzt stehen wir mit dieser von der CDU angeführten Koalition leider woanders. Aber auch andere Empfehlungen des vom Vorgängersenat eingesetzten Gremiums zu antischwarzen Rassismus werden nicht umgesetzt. Wie beispielsweise die Weiterförderung des Lehrgangs Intersectional Black Studies an der TU, wo uns kürzlich im Antidiskriminierungsausschuss Expertinnen von der Verzweiflung schwarzer Studierender berichten und als wie verletzen sie die Streichung von antischwarzem Rassismus im neuen Koalitionsvertrag in der Community empfanden. Eine zentrale Empfehlung der Expertinnenkommission gegen antimuslimischen Rassismus war die Abschaffung des durch das Neutralitätsgesetz bewirkten Kopftuchverbots für Lehrkräfte, das die SPD jahrelang blockierte und die jetzige Koalition trotz jüngster, eindeutiger Verfassungsgerichtsentscheidung immer noch nicht umsetzt. Zum Thema antimuslimischer Rassismus kann ich übrigens eine aktuelle Studie von Dr. Mustafa empfehlen, die im Auftrag des beim Bundesinnenministeriums angesiedelten unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit erfolgte. Dort wird angeprangert, dass demokratische Parteien Diskurse der extremen Rechten übernehmen. Vor allem bei der CDU wird das Problem gesehen. Bei ihr seien Muslime eindeutig die anderen und es herrsche eine klare Tendenz zur Pauschalierung. In der Studie heißt es auch, ich zitiere, die einzige Partei, die ohne antimuslimische Narrative und Bedrohungsszenarien auskommt, ist die Linke. Gegen Muslimfeindlichkeit, vor allem bei der AfD, bezieht sie am entschiedensten Stellung. Das hat mich natürlich gefreut. Aber auch für uns enthält sie Verbesserungsvorschläge, die wir uns zu Herzen nehmen. Das kann ich nur allen hier empfehlen. Diese Koalition hat übrigens auch den ebenfalls noch im R2G-Koalitionsvertrag verabredeten Einsatz für ein Bleiberecht für Romja, die europaweit und in Deutschland mit am meisten von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind, gestrichen, trotz der historischen Verantwortung. Sie sind übrigens auch besonders von Ausbeutung betroffen, wie auch sehr viele andere Menschen mit Migrationsgeschichte in Berlin, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Mehr als doppelt so viele Menschen mit Migrationsgeschichte gegenüber denjenigen ohne leben in Berlin an der Armutsrisikogrenze. Die soziale Frage ist daher immer mitzudenken und insgesamt muss eine gute antirassistische Politik intersektional sein und es muss ressortübergreifend zur Antidiskriminierung gearbeitet werden. Dass ein Senat divers ist, reicht nicht. Entscheidend ist, dass antirassistische Politik gemacht wird. In unserem heutigen vorliegenden Antrag haben wir dazu viele Vorschläge gemacht und ich hoffe, dass wir in der anstehenden Enquete-Kommission bei diesen Themen weiterkommen. Und zur AfD will ich nicht viel mehr sagen. Sie gehört nach meiner Meinung verboten, weil sie als aktuell größte Gefahr für die Demokratie anzusehen ist. Aber große Sorgen macht mir, ob die Brandmauer der CDU steht, wenn ich sehe, dass sie in Thüringen gemeinsam mit der AfD Gesetze durchbringen, wenn ich sehe, wie beispielsweise in Cottbus gemeinsame Anträge gegen Geflüchtete einbringen, mit allen demokratischen Kräften, die bereit sind, sich gegen den Faschismus aufzustehen, wollen wir zusammenarbeiten. Aber wer ihre Sprache und Forderungen übernimmt, mit ihnen zusammenarbeitet oder gar vielleicht künftig koaliert, der darf sich nachher nicht wundern, warum die AfD so mächtig wurde und weiter an ihren Deportationsplänen arbeiten konnte. Für uns
Für uns bleibt klar, Antifaschismus und Antirassismus sind unser aller Pflicht. Denn nie wieder ist jetzt. Danke.